Suratul Alaqah, Sura Nummer 96, das Anhängsel. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Keineswegs. Der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Gewiss. Zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Siehst du denjenigen, der abhält, einen Diener, wenn er betet? Siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt oder die Gottesfurcht gebietet? Siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Keineswegs. Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ziehen. Einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt handelnden. So soll er doch seine Genossen rufen. Wir werden die Höllenwache rufen. Keineswegs. Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah.